Und dann herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Dragon Ball Online. Ja, ich bin jetzt hier schon. Also Tyrion habe ich übersprungen, aber ich habe den gerade schon erstellt. Ja, es gibt noch zwei andere Rassen. Nämlich Namekianer und die Margins. Ich kann leider keinen Charakter mehr erstellen und einen neuen Account habe ich jetzt keine Lust drauf, mir noch zu machen. Ja, ich hatte mehrere Aufnahmeabstürze. Und ja, nun habe ich keine Slots mehr frei. Aber scheißen wir jetzt drauf. Es gibt von den Klassen gibt es noch die Spioleristen oder keine Ahnung jetzt. Also die Magier, glaube ich, sind das. Von den Menschen her. Dann gibt es bei den Namekianern noch die Priester. Bei den Margins glaube ich auch nochmal eine Art Magier ist das. Aber naja, egal. Die anderen Klassen scheißen wir. Ich spiele den Menschen, Kampfsportler und versuche zum Super Saiyan zu werden. Ja, wie ihr seht, ist das Ganze noch ein bisschen auf Taiwanisch. Aber hier drüber steht Wegweiser der Kampfsportler. Also ein bisschen wurde schon übersetzt. Das wurde nicht übersetzt. Das wurde übersetzt. Seltsam. Das ist immer ein bisschen übersetzt. Zumindest ein Wort. Guck mal. Drei Worte zwar selber, aber naja. Guck mal, T-Taste auch übersetzt. Wow. Die H-Taste ist übersetzt. Nenn ich ja mal echt cool. Muss ich mal an. Also hier wurde schon fast alles übersetzt. Es gibt, ja, eine Sache, oh, ich bin gedrückt, naja. Es gibt mal einen, wo es nicht übersetzt ist, hier ist. Naja, dann habe ich noch, also das hier ist noch alles übersetzt. Ja, hier sind die ganzen anderen Klassen. Seht ihr nochmal ein Bild von... Ach, ich drücke immer falsch Knopf, naja. Hier ist... Ciao. War immer anders. Sorry. Naja. Bis auf das, ich weiß aber jetzt nicht, was das zum Teufel ist. Dann ist hier noch alles übersetzt. Das ist übersetzt. Das ist übersetzt. Das ist alles übersetzt. Und hier auch. Und das ist übersetzt. Okay, schreibt mich mal wieder jemand an. Wer nervt mich jetzt schon wieder? Was muss ich denn jetzt machen? Ich hab keinen Plan. Naja, ich tue es einfach in die Fähigkeiten hier rein. Aber naja. Muss ich jetzt irgendwie... Nee, anklicken. Wie war das nochmal? Oh. So... Ja... Nicht hinsetzen? Nee. Ach ja, hier sind neue Straßenkämpfer. Man kann, glaube ich, später wählen. Ja, entweder zum Straßenkämpfer oder halt zum Schwertmeister. Ob ich so weit spiele, weiß ich nicht. Hier als Kampfsportler kann man natürlich auch... Moment, wo ist das? Hier, den Kaioken ansetzen und man kann zum Super Saiyajin werden. Ja, im mutierten Zustand. Okay, naja, wir werden sehen. Ob ich bis Level 35 oder sogar 40 mache, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, bis wo ich komme. Wo noch ein bisschen übersetzt ist. Naja. Jedenfalls. Ja, ich habe mal geguckt, was ich machen muss. Ich glaube, ich muss einfach nur. Jemand mit dem Scouter hier. Ja.
Okay. Ich hätte schon nicht angeordnet, das ist 4. Naja, beides meins. Naja. Kann ich ja schon mal abgeben? Nö. Das ist irgendwie... Keine Ahnung, wie man das... Naja, warte mal, gucken wir erstmal. Das ist auf jeden Fall schon besser als das bis jetzt hier, aber Level 6. Alles klar, aber... Wie setzt sich jetzt den Scouter ein? Okay. Naja. Ah, so jetzt. Okay, ich glaube, das musste ich machen. Nee, anscheinend nicht. Okay. Oh, ich hab's. Ich musste sie scouten. Und sie ist ja nicht besonders stark. Oh mein Gott. Ja, Senny ist die Währung hier. Ganz wichtig. Okay. Hä? Noch nicht. Naja. Jetzt muss ich Eichhörnchen killen. Rot, wenn das rot ist, muss man die meistens killen. Ja, wir müssen 3 Stück töten. Und das ist immer eine gute Quest, wenn hier ein Wegweiser ist. Da weiß man meistens immer, was man machen muss. Ich sage jetzt extra meistens, weil es nicht immer der Fall ist. Ja. Jedenfalls, was ich jetzt mal zeigen kann. Die meisten der Fähigkeiten sind übersetzt. Hier, das ist jetzt nicht übersetzt. Aber ich habe sonst alle. Ansonsten eine? Ich glaube nicht. Bis auf die sind alle übersetzt, schätze ich mal. Aber egal. Was haben wir hier noch? Das sind die Emotionen. Ja, ist auch ziemlich nichts übersetzt worden. Dann gibt es natürlich noch einen Shop. Aber interessiert uns jetzt nicht. Ja. Komme ich jetzt. Ah, okay. Kann ich verkaufen, ich verstehe. Das ist unser Geld. Hier ist die Hilfe. Was das hier ist, das kann ich euch nicht genau sagen. Jedenfalls kann man damit einige Sachen kriegen und man kriegt die so alle paar Minuten. Ja, anscheinend wird das im ganzen Account. Ja, so viel habe ich schon. Jedenfalls... Hier, die Items, das ist auf jeden Fall übersetzt. Das sind alles Heilings. Das hier, da bin ich mir nicht mal so sicher, ob das Ganze klappt, ohne bestimmte Gegenstände aus dem Quellshop. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Außer bei meinen Händen, also meinen Handschuhen, und meinen Hauptcharakter mit Level 10, die leuchten jetzt, weil es 3 plus ist. Aber naja, wir killen jetzt mal noch Eichhörnchen. Das macht ja so viel Spaß. Komm schon, Eichhörnchen, gib's mir. Oh Mann, ey, ist das schwach. Und bumm, da ist es fertig. Deswegen nennt man ihn Kampfsportler. Weil er mit den Fäusten kämpft. Aber er lernt später auch noch Ki-Attacken. Also sowas wie Kamehameha. Ja. Mal gucken. Ihr seht, es ist auch schon viel Englisch, weil da sehr viele Spiele aus... Keine Ahnung. Und überall spielen.
Aber es gibt auch deutsche Gilden. Leider bin ich in keiner, hab noch keine gefunden. Aber naja, wir sind mit der Quest fertig und geben die mal ab. Ja, das ist nicht schön. Im Kern haben wir alles erst ab Level 6. Puh, dann haben die noch das hier übersetzt, komplett. Das mit Ruhm haben sie übersetzt. Was das ist, keine Ahnung, haben sie noch nicht übersetzt. Jedenfalls haben sie noch mal, gucken wir noch mal durch. Das sind ja die Rangliste der Gilden. Oder ne, Spieler ist er, glaube ich. Ohne Gilde. Ich glaube, Level 70 ist das Maximallevel. Sieht zumindest so aus. Naja. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich muss gerade ein bisschen müde. Naja, dann geben wir die mal ab. Jedenfalls, ich hoffe sehr, dass dieses Spiel wirklich komplett auf Deutsch immer ist. Ja, jetzt wollen wir zum Dings gehen, zu einer Stadt. Oder wäre besser gesagt, dahin teleportiert. Und was ich noch sagen wollte, man kriegt immer die, also nach den Quests kriegt man irgendwann die Dragon Balls. Und irgendwann hat man halt 7 Dragon Balls. Bis jetzt konnte ich, bei meinem Level 10er habe ich jetzt 3 Dragon Balls. Bis jetzt waren die Quests immer für mich erfüllbar. Weil ja, hier ist ja viel auf Taiwanisch. Deswegen, ja. Man muss jetzt so nicht sagen. So, wir nehmen mal die Belohnung. Bevor ich nächste Quest an. Ja, wir sollen uns jetzt an den Stand, an diesen Porter da an einbinden. So, was wir noch übersetzt haben, ist das hier, die verschiedenen Händler oder Lagerhäuser oder was auch immer. Okay. Das ist das Aktionshaus. Das haben sie auch sehr gut übersetzt, das finde ich sehr gut. Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Hier haben wir die Italiener. Nein, Spaß. Hier seht ihr mal die anderen Charakter. Der ist, glaube ich, im Kaioken-Style gerade. Oder die. Das ist ein Namekianer. Das ist ein Fettsack, ein Margin. Ist die weibliche. Jedenfalls seht ihr, die ganzen Namen sind schon sehr gut übersetzt worden. Ich hoffe, dass irgendwann alles übersetzt ist. Ich hoffe es sehr. Naja, ich werde an dieser Stelle einen kleinen Cut machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Moment. Habe ich eigentlich. Eben muss habe ich doch, oder? Warte mal, ich bin noch immer gucken. Ich wollte. Nee. Okay. Sein. Nee, das wollte ich nicht. Okay, ich zeige noch ein paar. Das ist ja wohl traurig. Hat der mal Mitleid? Du hast so ein Goku mit Sonnenbrille und. Ja, okay. Na gut, ich zeige euch noch ein bisschen. Was willst du? Naja. Auf jeden Fall. Ich mache einen kleinen Cut und dann nehmen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss!